Hallo, liebe Birdies. Gestern ist ganz überraschend bei mir die Glossy Box angekommen und ich dachte, ich mache ein schnelles Unboxing mit euch und zeige euch, was da drinnen ist. Es war übrigens auch noch hier so ein Flyer dabei. Can't wait for Christmas. 3 Glossy Boxen für nur 120 Euro. 3 Glossy Boxen für 120 Euro. Das ist aber... Das müssen aber große Glossy Boxen sein. Ah, okay. The Ritual of Ayurveda. Dann Glossy Box Adventskalender. Der schaut ja richtig cool aus. Der wäre, glaube ich, was für mich. Ich sage immer, man ist nie zu alt, um einen Adventskalender zu haben. Und Special Christmas Box. Also ich finde, die Glossy Box eignet sich auch gut als Weihnachtsgeschenk. Weihnachten kommt ja auch bald. Aber jetzt schauen wir mal hier rein. Ich glaube, das ist die Glossy Box Wanderlust hat sich die genannt. Also, ja genau, Wanderlust. Also so für Outdoor, was ich sehr, sehr spannend finde. Und wie gesagt, ich habe mich jetzt auch gar nicht informiert, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass ich eine bekomme. Das ist immer ganz cool. Hier steht dann halt nochmal drinnen, ja, wie man die Produkte zum Beispiel anwenden kann. Aber wir wollen ja natürlich wissen, welche Produkte drinnen sind. So. Euterpflege-Spezial. Entschuldigung, aber ich als stillende Mama finde Euterpflege-Spezial gerade sehr lustig. Sehr, sehr lustig. Euterpflege-Spezial, ich glaube, also sorry, sorry. Aber wie ihr seht, ich schaue es mir auch gerade das erste Mal an. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Spezialemulsion für die Pflege strapazierter und beanspruchter Haut. Na, habe dere. Also jetzt mal unter uns, ich weiß nicht, wenn ich das im DM sehe, ob ich mir das gekauft hätte. Aber mal ausprobieren. Ja. Hui. Riechen tut die irgendwie nach gar nichts. Also... reichhaltig, kann ich schon mal sagen, eine reichhaltige Creme. Nicht so reichhaltig wie Brustwarzencreme, aber ja, für den Winter, für trockene Stellen auf jeden Fall kann man sowas schon benutzen. Dann habe ich hier drinnen die Nano Invisible Bubbles. Die habe ich tatsächlich auch schon zu Hause in durchsichtig. Ich kaufe meistens die durchsichtigen. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich sie halt sehr selten verwende. Ich weiß auch gar nicht, warum. Aber ja, Invisible Bubbles gehen immer. Dann habe ich hier noch eine Augencreme drinnen. Augencremen, finde ich, kann man auch wirklich immer gut benutzen. Frische mit Bachblüten, das finde ich spannend, mit Bachblüten auf jeden Fall. Und für Kontaktlinsenträger geeignet. Alverde mag ich grundsätzlich immer ganz gerne. Dann ein Go-Go-Tint von Benefit. Das werde ich euch gleich swatchen. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich auf die Wangen auftragen würde. Seht ihr auch hier, ist es schon mehr eingezogen, weil es ist halt schon sehr, sehr pink. Und was ist das hier? Rituals Natural Dry Body Oil. Auch sehr spannend. Ein Körperöl. Das muss ich auch gleich ausprobieren. Also das Körperöl habe ich jetzt gerade ausprobiert und das riecht voll gut. Also es riecht wirklich richtig gut. Und falls ihr euch übrigens fragt, welche Armbänder ich trage, da verlinke ich euch was in die Infobox, weil die mag ich auch sehr, sehr gerne. Und das riecht sehr gut und ist jetzt auch nicht fettig. Oder sieht, also man sieht eigentlich überhaupt nichts. Ja, hier so ein ganz kleines bisschen. Deshalb wahrscheinlich Dry Body Oil. Und als letztes haben wir hier noch drinnen einen Bang Beauty Cream Color. Habe ich noch nie gehört. Bang Beauty, ihr? Also das ist anscheinend ein Creme-Lidschatten in diesem Kupferton. Finde ich eigentlich ganz schön. Ich hatte mal von Benefit so Creme-Lidschatten, die ich eigentlich ganz gerne benutzt habe, weil sie halt echt ganz, ganz gut halten. Ja, sehr hochwertig in einem Glastiegel. Und that's it.
Jetzt gehen wir noch schnell die Preise durch, weil ich denke, das ist auch immer ganz interessant, ob sich das auszahlt. 4,95 Euro kostet die Augencreme, 3,95 Euro die Invisibobbles, die Euterpflege 7,25 Euro für 200 Milliliter. Ja, finde ich jetzt schon eher teuer, um ehrlich zu sein. Aber ja, wird halt auch sehr gut sein. Kann man ja auch für Euter verwenden. Und was haben wir hier noch? Was war noch drinnen? Genau, das hier, Bang Beauty Cream Color, 23 Euro. Puh, also der muss echt gut sein. Und der Go-Go Tint kostet in Original 33 Euro, aber das ist ja nur ein kleiner. Und hier steht auch gleich, wie man den am besten anwendet. So viel zur aktuellen Glossy Box. Ich möchte das Video auch gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Das war bei mir drinnen. Ich sage danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss!